Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2. Boah, ich bin sowas von gespannt, wie dieses Spiel aussieht. Wir haben hier gerade, ich glaube, 7.30 Uhr, nee, 6.43 Uhr, sogar noch früher. Und ich habe extra darauf gewartet, dass das Spiel rauskommt, noch ein paar Indie-Games gezockt, Grafik gerade noch schnell eingestellt und ich würde sagen, wir legen direkt los mit einem neuen Spiel. Boah, ich will das Spiel spielen. Portal war so gut und jetzt Portal 2. Hurra! Sieht schon sehr stylisch aus, der Ladebildschirm. Mehr oder weniger. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang 50 mit den Tage. gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Okay, Sie hören jetzt einen 50. Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Genau. Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Dieses Gemälde? Dieses Das Gemälde. ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Das ist geil. Sie sollten Ja. sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Okay. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren, Hallo? dass Jemand da drin? ein Management Center umgehend verlassen Hallo? müssen. Alle. Ja! Ach, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Wo? Wo festhalten? Hey, wenn ich mich hier irgendwo. Da? Da? Alles klar mit dir Wo? da unten? Hörst du mich? Hallo? Ja, noch ist alles klar. Ja, okay, aber festhalten. Was steht denn da Nur noch oben? ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ja. Okay, Hurra. das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Wie geil. Space Apfel sage ich, spring noch mal. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind Wie nicht cool das ist. funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kontinenz. Space zum Labern drücken. Das war springen. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Festhalten! Klemme. Ich Wie geht's dir will da mich unten? Hältst du die festhalten. Stellung? Die Reserveenergie ist alle. Hilfe! Darum deckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, Hilfe! Das ist ganz schön knifflig. Jetzt mach doch auf die Tür! Keiner was rein. Warum auch? Ich bin ja unwichtig. Komm schon! Warum sollte man mich Ey! Auch informieren über den Was Zustand macht der der Typ? 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? 10.000? Ja, das ist eng! Siehst du das? Heilige Ob Kacke. ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ja, mach jetzt! Ich muss hier erstmal durchkommen! Hopp, hopp! Okay, ich muss mich konzentrieren! Ich glaube, der bewegt Aber uns hier rate mal, irgendwie. wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet. Oh, fuck. Ein kleiner Zusammenstoß. Komm schon. Ich fall gleich runter. Hör zu, wir müssen uns unbedingt Mann. absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Ja, okay, sag okay, ich denen. Wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke.
Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Ja, da steht Docking Station, Bauer. Gute Nachricht. Das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Gute Nachricht? Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Manuel, ey. Fast geschafft. Nochmal. Das ist so ein krankes Teil. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Oh Mann. Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Okay, jetzt bloß hier durch. Bloß hier durch, sobald ich kann. Das hätten wir. Aber oh. Ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber springen kannst du gut. Das kann dir schon sagt mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter fit genug. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Spring, 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 spring. Wo soll ich jetzt hin? Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Erneut. Das erinnert mich irgendwie. Potenziell apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Notfalltests? Hey, solche Freaks machen auch noch in Notfallsituationen Tests. Aber irgendwie erinnert mich das ja an... Ja, ihr wisst's. Der Raum da drin sieht verdächtig ähnlich aus, auch wenn, glaube ich, das Hörfel Bett fehlt. Tastenbasierte Tests liefern auch in das kennen wir, glaube ich, noch. Hilfreiche Ergebnisse. So, würfelt auf den Schalter. Das kann ich noch. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. So. Sie haben soeben einen Aperture Science Emanzipationsgrill durchlaufen, durch den das meiste Material vaporisiert wird. Okay, ich will nicht wissen, was jetzt in meinem Körper vaporisiert wurde. Fahren wir nach unten! Sonst sind wir immer... Wobei, sind wir sonst immer nach oben gefahren? Wir haben den Fahrstuhl nie von außen gesehen. Wer weiß. Vielleicht sind wir immer weiter nach unten gefahren die letzten Mal. Abbrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Oh Mann. Und das hören wir dann, wenn er sie entfernt hat, dass wir uns auf den Boden legen sollen. Mann. Okay, hier Würfel im Boden. So. Was muss ich hier machen? Aktivieren, okay. Da ist ein Portal. Und... Da passiert nichts. Oder? Nee. Auf die Art komme ich hier rein. Ach, ich muss mir erst den Würfel da hinten holen und den dann da reinlegen. So. Gut. Das Portal hier hinten habe ich nicht gesehen gehabt. Nehmen wir den Würfel. Lalalala. Aktivieren diesen Schalter. Bewegen ihn durch dieses Portal und legen ihn hier drauf. Was ich ganz vergessen habe, zu erklären, was Portal ist. Und zwar an diejenigen, die das Spiel nicht kennen. Aber ich würde mal sagen, wieso überhaupt? Ihr seht es ja. Hier gibt es Portale, durch die wir durch können. Ein orangenes und gut. Ein blaues. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Oh Mann. Nach Wiederaufbau der Zivilisation. Was zur Hölle geht hier ab? Wie lange haben wir gepennt? Komm schon. Ach, Ladebildschirm. Ich mag keine Ladebildschirme. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem barbaren König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Was wolltest du sagen? Komm, führ deinen Satz zu Ende. Für den Fall, dass die Erde von Idioten regiert wird. Komm. Mann. So, hier ist nix. Was? Na bitte, geschafft! Da ist er. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Nein. Nichts für ungut, aber... nein. Außerdem, nein. Du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger.
Hier ist keine Portalkanone, du Homo. Ah, ich kann die Ansicht vergrößern mit Mausrad. Ja, wir sehen uns in einer Stunde. Jetzt lass mich mal hier probieren. Mausrad ist lenken und blaues Portal ist linke Maustaste. Und das mache ich jetzt hier zum Beispiel an die Wand. Geht doch. Dann gehen wir hier durch. Die Kanone scheint jetzt wohl ein bisschen schneller zu schießen und man sieht die Portalkugel nicht mehr so sehr, so wie es aussieht. Aber ich finde echt, dieses Spiel sieht grafisch wirklich sehr nice aus. Da kann man echt nicht meckern. Es ist... wow. Und dann mit den Portalen, es ist einfach das Flair von etwas heruntergekommenem Modernen, ich weiß nicht. Es ist einfach richtig, richtig nice. Was ist das? Ach, der zeigt mir die Portale jetzt durch die Wände auch noch an, die ich gemacht habe. Wow. Das ist auch ein gutes Feature. Schaut euch mal das Glas an. Ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus hier. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Oh Mann. Roboter mit Robotergesetzen. Ja, ja. Unser Leben interessiert doch niemanden hier. Gut, kennen Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Hier fliegt erstmal das ganze Zeug, was vorher draufgefallen ist, wieder weg. Hey. Die haben das echt super hingekriegt. Ladebildschirm, schon wieder. Menschenskinder, Leute. Ja, ich will nicht meckern. Das Spiel ist großartig bisher. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Na danke! Schubidubidu. Jazzmusik, das hat doch was. Hier. Der Test soll gefährlich sein. Naja, diese Musik ist nicht mehr sehr entspannt, um es mal so zu sagen. Ich habe jetzt, bisher war er jetzt nicht schwer. Der Kubus ist heruntergefallen, ich bin einfach runtergegangen, habe ihn mir geschnappt, ein Portal geöffnet und bin durch dieses Portal mit ihm nach oben gegangen, habe ihn auf den Schalter gelegt. Für alle die, die sowieso nicht zuschauen, was zur Hölle, wieso erkläre ich das überhaupt? So, hier müssen wir einen Kubus, beziehungsweise Kubi, auf die Schalter legen, aber dieser Raum... den kennen wir, glaube ich, noch aus Portal 1. Dann holen wir uns erstmal den da hoch. Dann gehe ich nach oben, schnapp ihn mir. Leg ihn hier drauf. Und ich bin ein Held, denn ich hätte oben bleiben sollen. Nein. Nicht durchspringen. Mensch, was mache ich dann? Schön langsam hier raus. Und dann gehe ich dahinter, schnapp mir den Kubus auch noch und leg den auf den anderen Schalter. Gute Arbeit. Hurra! Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Okay, ich werde okay. Ja, immerhin kann ich noch hoch. So. Erstmal die Treppe hoch, würde ich sagen. Oder gehen wir hier durch? Nee, da können wir sowieso nicht durch, glaube ich. Also gehen wir hier die Treppe hoch und schauen, was uns erwartet. Unreason. Und irgendwelche Formeln. Was war das nochmal für eine Formel? Ich glaube, das war die Einstein-Formel. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Hey, ich habe mein Physik-Abi vor kurzem geschrieben. Ich muss mir das nicht mehr merken. So, hier oben in diesem Zimmer kann ich da irgendwas machen. Es führt mich nach wie vor da hoch. Aber, kann ich den Computer irgendwie benutzen? Da steht irgendwas an der Wand. Und die Katze hat ja irgendwas mit Schrödingers Katze zu tun. Das war übrigens irgend so ein Gedankenexperiment in der Physik mit Schrödingers Katze. Ich schaue jetzt mal, wo ich diese vermaledeite Tür aufkriegen kann. Ah, ich muss in die Nähe laufen. Ich bin doch... Darf ich jetzt meinen Kopf auf den Tisch schlagen?